Moin, willkommen im Infokanal des ZFR der Fakultät 1 der Hochschule Bremen. In dieser Folge zeigen wir Ihnen, wie Sie Thunderbird einrichten können, um damit Ihre Hochschulmails zu verwalten. Hier ein paar generelle Informationen, die so natürlich auch mit allen anderen E-Mail-Clients funktionieren. Thunderbird ist ein freier E-Mail-Client, weswegen wir ihn auch in unserem Beispiel benutzen. Am einfachsten findet man den Download über die Suche. Nach erfolgreichem Download einfach den Installer starten. Noch einmal kurz die Nachfrage des Betriebssystems bestätigen und schon sind Sie bei der Einrichtung. Die Standardinstallation ist ausreichend. Einfach auf Weiter klicken und auf Installieren. Nach der erfolgreichen Installation geht es jetzt zur Einrichtung. Unter Kontenaktionen haben Sie die Möglichkeit, ein neues E-Mail-Konto anzulegen. Ihr Name ist der Name, der dem Empfänger im E-Mail-Programm angezeigt wird. Unter E-Mail-Adresse geben Sie bitte Ihre Hochschul-E-Mail-Adresse ein, gefolgt von Ihrem Passwort. Danach wählen Sie bitte manuell Einrichten aus. Unter Server tragen Sie bitte in beiden Fällen mail.hs-bremen.de ein. Der Benutzername ist nicht die E-Mail-Adresse, deshalb müssen Sie das @hs-bremen.de löschen. Unter Einstellungen testen können Sie eine Abfrage starten. Nach einiger Zeit gibt es eine Erfolgsmeldung und Ihre Einstellungen sollten dann so aussehen. Das war auch schon alles, aber jetzt steht Ihnen Thunderbird zum Bearbeiten Ihrer Hochschulmail zur Verfügung. Sie können die vielfältigen Möglichkeiten, die Thunderbird anbietet, anwenden. Danke fürs Zusehen. Kritik, Anregungen und Wünsche können gerne in den Kommentaren hinterlassen werden.